Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Maximus, begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und heute geht's mit Maximus nach Polen und deswegen habe ich auch die polnische Fahne hier oder Lackierung auf diesem LKW und das bedeutet, ja, ich war am Pfingstmontag in Polen und dachte mir, okay, nimm mein Handy und werde mal ein bisschen mitfilmen, weil die Polen hatten da keinen Feiertag, wir Deutschen schon und deswegen dachte ich, komm, lass es mal rüberfahren. Und das werde ich euch einfach bei der Fahrt mal ein bisschen zeigen. So, wo befinde ich mich jetzt gerade? Und zwar bin ich noch auf der A13 und fahre dann auf die A15. Das ist das Dreieck Spreewald. Meine Güte, das ist die Strecke, die ich jeden Tag fahre. Ja, und zwar hier ist Cottbus und dann fahre ich quasi hier hoch. Hier fahre ich dann nach Dreieck Spreewald ab und ab nach Lübben. Da, wo ich arbeiten bin. Und ja, hier ist quasi Cottbus. Und wir werden jetzt hier so richtig schön weiter nach Polen reinfahren, Richtung Zari. Ja, genau. Da war der Maximus. Und jetzt werden wir einfach mal losfahren. Und werden einfach mal die Kamera, wenn ich auf der Autobahn bin, werde ich es mal einspielen. Ich werde das nicht ganz so groß machen, weil, ja, wie gesagt, bin da gefahren und ja, ich weiß gar nicht mal, was ich aufgenommen habe. Einfach so ein Stück von der Autobahn. Und da muss ich wirklich sagen, wenn man über die Grenze fährt, Richtung Polen rein, das ist, glaube ich, die A18, das ist echt übel, die Autobahn. Wenn man zurück nach Deutschland fährt, ist wieder alles okay, aber sofern man reinfährt Richtung Polen, das Autobahnabschnitt oder der Autobahnabschnitt ist richtig übel. Ich hoffe, ich werde es jetzt einblenden. Und ja, so lange fährt man da eh nicht Autobahn und dann geht es ab nach Zari. Auf Deutsch hieß es mal so rau. Natürlich war alles mal früher Deutsch. Und deswegen haben die auch noch deutsche Bezeichnungen. Und was habe ich da gemacht? Wir wollten einfach mal einen kleinen Ausflug machen und ich dachte, ey, das verbinde ich gleich und werde einfach mal ein Video mitdrehen. Das soll jetzt keine großartige Sache sein, wo ich das jetzt immer wieder mal bringe. Hier so Dashcam oder etc. Aber ja, warum nicht? Ne? Oh, hier, Gigaliner. Ja, die kommen ja sowieso jetzt langsam, die Gigaliner. Gigaliner kaputt. Ja, ja, gut, alles klar. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was sehen. So, wir sind jetzt auf der A15. Die Strecke, die ich wirklich jeden Tag fahre. Und da werde ich mal schauen, ob ich hier noch irgendwas sehe. Bevor wir dann Richtung Polen fahren. Ja, jeden Tag das Gleiche. Ja, und ab und zu sieht man mal ein Fahrzeug an der Seite stehen. Und ich muss wirklich sagen, die A15, da wird wirklich, ja, nicht gebaut. Aber die ist immer auf 80 limitiert. Und im Maximus haben sie da auch schon geblitzt. Ja. Das ist so, ne? Ah ja, arbeitet mal. Das Problem ist ja bei der A15, die ist ja mit diesen ganz normalen, ja, Betonplatten nicht so wie hier jetzt gezeigt. Ja, vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, das ist schön. Das kann ich jetzt nicht so behaupten. Und an jeder Autobahnkreuzung oder an jeder Brücke ist da irgendwas von Energie Cottbus. Ja, juhu. Willkommen in der Regionalliga. Die Deppen haben es wirklich nicht gepackt. So, wir gucken mal. Und jetzt sehen wir bestimmt. Da steht nicht Cottbus. Und jetzt sind wir über der Grenze. Ja, wir sind schon an Cottbus vorbei. Ja, das ist jetzt die Neiße, wo wir jetzt rüberfahren. Und hier ist der Grenzübergang Richtung Polen. Ich muss sagen, da gibt es ein paar Parkplätze. Also so richtig Grenze sieht man schon noch an der Autobahn und dann wird die Autobahn auch sehr, sehr schlecht. Ich hoffe, man sieht es jetzt oder ihr seht jetzt schon einen Abschnitt, wo wir Richtung Dings fahren, hier auf der Landstraße. Hier waren wir nicht ganz so schnell. Schön in Zari rein. Ja, was kann man dazu sagen? Zari, das ist ja, 1260 wurde sie gegründet und von, ja, Germanen will ich jetzt nicht sagen, aber eher so Leute, komm, wir fahren mal hier ab. Lassen uns mal nicht irritieren hier von diesen ganzen Sachen. Ah, da, Zari, guckt euch an, Zari, da steht's doch. Genau. Und da war der Maximus, genau. Mal sehen, vielleicht sieht man das ja hier, die Abfahrt.
Die habt ihr ja wahrscheinlich im Vorfeld schon gesehen, die Abfahrt. Ich werde mal lieber drinnen bleiben. Genau, Zari. Und ja, bekannt, wo sie eigentlich nachher, dass da halt hauptsächlich nur ja, Textilien gebaut wurden, angepflanzt. Textilien angepflanzt, was ist mit Maximus los? Nein, da wurden 50% der Industrie war Textilindustrie. Ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja die Grenzen sowieso umverteilt und deswegen gehört Zari jetzt nicht mehr zu unserem Bereich. Und dann fahren wir mal rein. Richtung Zari. Ja, ist ja geil. Ist ja geil. Cool. Da ist die Stadt und wir kommen aber leider nicht weiter rein. Aber so schlecht sind die Straßen jetzt auch nicht, ne? Oh, unser LKW, der macht schon ein bisschen Mucken. Ja, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, würdet ihr gerne mehr solcher Sachen hier sehen, wo ich dann quasi so ein bisschen durch die Gegend cruise. Da hinten ist Zari. Kommen wir leider nicht rein. Ah. Oh. Dann bringen wir unser Lidl-Brot mal einfach hier zur Tankstelle. Luke-Tankstelle. Die bezahlen natürlich alles noch in Slotties. Das sieht cool aus hier. Ja, haben wir eigentlich. Gut, eine 1:1 Abbildung ist es natürlich nicht, ne? Das ist natürlich klar. Aber man muss eins sagen: Wenn jemand sich aufregt, dass wir Deutschen fahren wie die Axt im Walde, da muss ich sagen. Die überholen in Situationen, da kann ein Auto von vorne kommen, das ist denen scheißegal. Ich, ganz ehrlich, also, das war jetzt nicht feierlich. So, machen wir mal Motor aus und tanken mal eine Runde. Und da musste ich sagen, manchmal hatte ich da schon ein bisschen Bammel, ne? Und was mir denn noch in Zari aufgefallen ist, und zwar die Leute rennen gerne mit Jogginghose rum. Ja, ohne Scheiß. Die laufen da in Jogginghose rum, das ist denen alles so völlig Bockwurst. Dann dachte ich mir, da würde ich ja gut hinpassen, weil ich laufe ja gerne, also zu Hause jetzt so gerne mit Jogginghose rum. Und ja, war schon sehr interessant. Unser LKW ist jetzt ein bisschen kaputt. Ah, hier, schön. Schön umgesetzt, ey, muss ich wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt noch geht hier, weil ich es ja separat jetzt nicht sehe. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es aussieht wie nach dem Kriege, ja. Also das ist auf keinen Fall. Die Stadt hat sich schon gemausert. Sieht nicht schlecht aus. Wie eine ganz normale deutsche Stadt, kann man ja beide sagen, ja. So, ich weiß auch nicht, wenn nach dem Kriege, ob die jetzt komplett zerstört wurde. Meine Güte, das sieht ja aus. Ja, ich denke mal, das Video ist jetzt schon längst fertig, ne? Kann ich mal ein bisschen so hier. Ey, ist das nicht awesome? Ist das nicht geil, wie ich hier langfahre? Ja, wie gesagt, könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr sowas mehr sehen möchtet, dass ich hier mal so Dashcam-mäßig was aufnehme. Ah, ja, ja, ja. Alter, hier ist ja... Hier ist ja ein richtig langer LKW. Die Gigaliner. Geil. Ja, das ist natürlich auch so ein extra Mod. Aber den müsst ihr euch mit Vorsicht genießen, weil der nur für die Version 1.22. So, wir fahren jetzt noch ein paar Kilometer. Einfach noch hier, so Zari haben wir gesehen. Oder Sorau. Und hier habe ich meine Pole noch am Start. So. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall ein bisschen gefallen hier. Ey,
Ich sag doch, die fahren wie die Axt im Walde hier in Polen. Ja, auch auf deutschen Autobahnen benehmen die sich, weil ich krieg's ja hautnah jeden Tag mit, ja. Doch ganz schön provokant, also. Nicht von schlechten Eltern, kann man dazu sagen, ne? So, jetzt fahren wir nochmal bis zur nächsten kleinen Haltestelle. Das sollte auch nur ein kleines, ja, Video sein. Wie der Maximus nach Zari fährt. So. Cool. Und hier, ja. Ja, so waren die Autobahnen. Ja, genau, so waren die. Ja, das haut sogar hin. Auf der einen Seite sind sie, ja, gebaut. Auf der anderen Seite sieht das aus wie Rumpel aus der Kiste. Ja, und hier, ja, das haben sie schön gemacht. Normalerweise muss man dann auf der Seite hier fahren, weil da war es nicht ganz so schlimm. Ja, aber hier, gut, das kann man halt nicht so oft sehen. Und wenn man hier eigentlich über die Huppels hier fahrt, müsste eigentlich was wackeln, ne? Aber es wackelt nur die Köpfe der Katzen da drüben. Bei der wackelt, bei der Katze wackelt hier nicht. Oh, da wird ja schlecht. Das ist so wie früher die A13, aber nicht mehr lange, dann ist die auch wieder so mit diesen komischen Betonplatten. Und jetzt werden wir hier anhalten. Und dann soll es auch erstmal genug sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das ist ja echt eine super Autobahn, ey. So. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir eine kleine Ausfahrt Richtung Zari zu machen. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video wieder. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.